So, hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute sind wir zu Besuch bei der Firma Lachanti und zwar bei dem Don. Den Don kenne ich von den Messen, aber bei ihm vor Ort war ich noch nie. Wir waren jetzt auf dem Weg nach München und da habe ich gedacht, komm, lass uns den Don besuchen. Just let a man breathe and just hush so my mind could just see so my mind don't erupt. At times I feel I can't get enough, but I sip a double cup and I spin a couple bucks. Sending out some love to my blood, to my girl. Besuch aus Polen! Wer war so wichtig am Telefon, dass du mich warten lässt? Entschuldigung, Tag. Willkommen bei Lachanti. Kurzfristig, aber haben wir es aber hingekriegt. Bei mir ist immer alles kurzfristig. Auto dabei? Auto dabei. Okay, perfekt. Verbreitungen auch? Auch. Aber zeig uns das mal hier einmal eine Runde. Das ist ja unser Showroom. Wir haben 4 Linien und unsere eigene Reifenmarke haben wir auch schon seit... Wollte ich mal fragen. Ja. Krass. Wir haben sogar noch eine Sache noch verbessert. Wir haben, was jetzt Winter angeht, die Reifen sind mit einem höheren Geschwindigkeitsindex als jetzt anderer Mitbewerber. Und wir haben auch alle Schneeflockensymbolen. Wir haben 20, 22, 24 Zoll und für Passagerfahrzeuge kriegen wir auch bald die 19er. 20, 22 haben wir jetzt auch schon auf Lager. Und mit Zulassung? Die sind komplett fertig und die meisten gehen nach Polen. Sämtliche Felgen zu 90%, weil wir haben ja über 80 Modelle, alles auf Lager in jeder Farbe. Die sind alle mit Zulassung, das heißt mindestens eine Festigkeit oder auch zum Teil Teilegutachten, also im größten Teil sogar Teilegutachten. Wir haben produziert 18, 20, 22. 24 ist auch schon da. Das ist jetzt nur ein Muster, um die Farbe und Qualität zu kontrollieren. Das ist eine 10x24. Alles mit Gutachten. Jede Felge. Das Problem ist, es gibt Fahrzeuge, wo man dafür kein Gutachten, also kein Teilgutachten bekommen kann. Ja. Da haben wir auch was geschaffen mit dem TÜV, wo wir sogar TGs bekommen haben. Aber das muss immer erweitert werden. Das hört auch nie auf. Auch wenn du jetzt 22 was, musst du 23 erweitern. Muss immer dahinter sein. Also wir haben hier über 200 Teile Gutachten. Das sind Schmiede, ne? Das sind normale Passenger-Serie. Von LCP 1 bis LCP 20, also ist alles da. Auch Sonderfarben. Und ich lege da ein bisschen Wert auf Detail. Die meisten Mitbewerber, die lackieren die Felge. Ich meine hier, wenn du richtig reinguckst, die sind alle gebürstet. Also das sind halt Details, wo andere jetzt nicht unbedingt machen, weil es auch kostenaufwendig ist. Also hier eine bronzene Felge ist keine Kunst, aber wir machen ein bisschen mehr. Das ist gebürstet. Und hier zum Beispiel, das ist jetzt ein SS-Lip, das ist gepresster Edelstahlbett. Wie viel hast du auf Lager? Sind ca. 37.000 plus. Und wir kriegen nächste Woche 4 Container, kommen nächste Woche an. Und Mitte kriegen wir nochmal den Container Reifen. Also du hast 40.000 auf Lager, also 37.000 jetzt plus. Felgen auf Lager, ja. Hier? Hier haben wir um die 7.000 und im Hauptlager haben wir weitere 30.000. Die Vorsträter lagern mit Teilegutachten. Also das ist nicht üblich, weil es für jede Firma kostenaufwendig ist. Du kannst das Zeug, ist sehr teuer in der Produktion. Und wenn du jetzt überlegst, wir haben das hier zum Beispiel in allen Farben mit Teilegutachten. Wir haben, glaube ich, 10 Teilegutachten nur für das Design. Das ist sogar mehr für RS6, RS7, alles mit Teilegutachten. Das ist auch gebürstet alles, ne? Das ist gebürstet und das ist sogar handgebürstet. Die ganzen Details hier, die kannst du mit der Maschine gar nicht erreichen. Mhm. Das heißt, die werden, wenn es schon mal maschinell hier gebürstet worden sind, nochmal mit der Hand nachbearbeitet und wird mit 3-Schicht Klarlack. Das ist halt anders als bei anderen. Und wie gesagt, die Dinger sind alle auf Lager. Die ist schön. Was ist für Lockkreis? Also auf Lager haben wir 112. Okay. 23, 24, 22, 22, 23. Also G-Klasse, ja, G-Klasse, BMW, auch X6, X8, 112, ja. Wir haben jetzt einen riesen Auftrag von einer Firma, 10 G-Klassen und die wollen 10 Satz in 24 Zoll. Das wird hier umgebaut, montiert und dann geht es direkt weiter auf den LKW und alles in 10,5x24. Brabus. G63. Krasse Scheiße. Und dann geht es weiter.
Das sind keine G500? Nein, das sind glaube ich G500 oder 550. Oh, okay. Wurden irgendwo auf G63, die brauchen halt die Räder dazu. Und die haben wir halt da komplett 10,5x24 rundum mit Reifen. Die wurden komplett Paket mit allem drum und dran. Und dann wird es halt abgeholt. Die Mehrteiler sind noch nicht geprüft. Das wird auch erst Ende 24 wahrscheinlich sein. Oder Ende 23, muss man gucken. Also ein Jahr dauert es noch, bis wir halt, weil ich will erstmal das hier alles abschließen. Okay. Da sind die Modellerweiterungen, die wir gerade machen, zum Beispiel, die kamen zuerst in 20 Zoll, jetzt haben wir sie in 22. Die wird wohl so ungefähr bei ca. 1000 Euro liegen. Ehrlich jetzt? Für Kunden? Für Kunden mit Gutachten. Das ist A und O. Okay. Ja, und deswegen sind die Einpressiven von den Lashanti-Rädern ganz anders als die amerikanischen. Die amerikanischen Einpressiven, die sind nicht mit Europa kompatibel. Das funktioniert nicht. Also heutzutage nicht. Die sind einfach viel zu negativ. Das sind auch unsere Gussformen. Das sind keine Gussformen, die jetzt jemand anders gehören. Weil das sind ETs, die findest du in den USA nicht. Ja. Wir reden hier zum Beispiel als Beispiel von diesem Rad hier. Das ist eine 11,5x22. Und keine 10, also 10 haben wir auch, 10 und 11, aber keine 12. Hat auch einen Grund, hat auch einen technischen Grund. Wir haben 11,5 genommen mit AT-25. Die Passgenauigkeit, was TÜV angeht, ist dann perfekt. Wegen die Verbreiterungen und so weiter. Und da kannst du bei, es gibt ja eine Tabelle, welche Reifenbreite ich auf welche Maulbreite ich ja montieren darf. Mhm. Und hier kannst du, hast du mehr Möglichkeiten, Reifenbreiten zu montieren, als es bei einer 12er. Ah, okay. Deswegen verändern wir gerade die gesamte Technik und Parameter von allen Felgen. Traglasten, Einpresstiefen, Felgenbreiten, das verändert sich gerade, wird angepasst. Kostet aber sehr viel Geld. Sehr, sehr viel Geld. Weil wir reden hier von Massenproduktion und die ist alles nochmal gefräst, extra. Ich will es einfach anders haben. So funktioniert es. Krass. Hier zum Beispiel ist ja keine Kunst, aber das ist gebürstet. Genau. Gebürstet. Ah ja, krass. Okay. Guck mal das Licht rein. Die hier, das ist die teuerste Felge in der Produktion. Was kostet die? Die liegt in der Produktion. Nein, ja. 22 kostet der Satz 6.000 Euro, ist aber okay. Nicht viel. Okay. Ja. Dafür geschmiedet das Rad ist nicht viel. CNC gefräst. Ja, okay. Ja. Wir reden hier von wirklich 26 Stunden Produktionszeit. Krass. Das ist eigentlich eine Katastrophe. Ja. Weil guck dir mal das an, wie es aussieht. Mhm. Also hier, wenn du hier siehst, wenn du die Felge jetzt anguckst, die ist gebürstet. Hier. Die Außenseite, aber hier nicht, dann hier wieder. Das hat halt keiner. Ist halt was Neues. Mhm. Krass. Aber auch schöne Felge. Die auf dem X5, X7. Ja, wie du sagst, brutal. Geil. Brutal. Also das geht hier bei uns immer raus. Es geht halt viel nach Griechenland. Griechenland sehr, sehr viel. Also Griechenland. Aber hier Offroad oder? Offroad. Passenger wenig. Okay. Sagen wir so, pro Palette sind im Moment dann ein, zwei Sätze pro Palette. Okay. Meistens Offroad. Geht aber momentan wirklich sehr viel. Und dann wird alles verpackt. Also das wurde alles jetzt innerhalb von 2 Stunden fertig gemacht. Krass. Das sind jetzt 10 und 12 mal 24. 10 und 12. Hier. Also ich habe so ein Faible für sowas, dann habe ich das mal gezeichnet und da habe ich halt vom Werk die CAD-Dateien bekommen und auch die 3D-Dateien und hat mir halt gefallen. Ist Geschmackssache, ist man was anderes. Es verkauft sich, muss ich zugeben. Ich finde irgendwie geil. Es verkauft sich. Zuerst, also ja. So ein bisschen manchmal so, ja, so weiß ich aber nicht. Aber es verkauft sich. Aber doch, im Großen und Ganzen. Das Schönste an der Felge ist, du kannst hier, ich habe jetzt die Mitte, kannst du ja gestalten, wie du willst. Ich habe 4 verschiedene Designs, dieselbe Felge, ja. Aber nur die Mitte. Da habe ich jetzt 4 verschiedene Sachen reingemacht. Du hast hier das Griechische, du kannst auch, wir haben auch so Linien drin. Ich habe hier zum Beispiel auch jetzt vom Ägyptischen, vom Pharaonischen habe ich jetzt auch noch was gemacht. Du kannst machen, was du willst. Krass. Hier.
Man guckt dir das mal an. Das sind 355, Alter. 25, 24. 355er. Das ist übel. Und das passt einfach so das drauf. Passt. Hier, zeig dir nochmal, wir haben ja noch einen. Also wir haben hier einen, das ist jetzt das Classy Black. Hier ist das Brushed Silver. Du hast keine Sandscheiben, nix, ne? Nix. Plug and Play. Keine Scheiben, gar nichts. Schön, sehr schön saut. Hätte ich gewusst, hätte ich einen Scanner mitgebracht. Hätte ich ihn gescannt. Hätte ich Whitebody drauf gemacht. Du hast 80 Felgen geschützt? Ich schütze ja mehr und ich mache ja peu à peu. Ah. Wir haben jetzt dieses Jahr noch ungefähr 6 Modelle, die noch rauskommen. Nur 23. Nochmal 6 Modelle. Weil die produzieren auch Zubehör. Das machen wir auch. Also nicht nur Räder. Das heißt, das ganze Zubehör. Ach so, okay. Machen wir auch. Das heißt, alles aus einer Hand. La Shanti ist von niemand abhängig. Das heißt, wenn alle Stricke reißen, alles zu ist, ja, ich kann trotzdem liefern, von A bis Z. Das ist halt das, was uns auch ausmacht. Das ist wieder das Abhollager. Von hier geht es immer weiter. Von jedem Modell liegen immer so 6 bis 10 Stück. Mhm. Und das geht dann weiter direkt an die Händler. Weil ich arbeite ja meistens nur mit Händlern. So, weil wir haben den Vertrieb, haben wir ja auch abgegeben, eine Firma RB Wheels. Okay. Die machen eigentlich den Hauptvertrieb für La Shanti. Ah, ja, ich mache nur, okay, mach nur Produktion, Technik, Gutachten. Ja. Wir haben jetzt sehr viele Stützpunkte, Niederlassungen fast in ganz Europa. Und ja, ach, krass. Vor allem Reifen musst du ja in Deutschland gesondert lagern. Du kannst nicht Reifen irgendwo so lagern. Wir haben ja fast 4000 Reifen auf Lager. Wo denn? Oben im Zentrallager. Ich sag ja, nur ein Händler, der ist so zufrieden, der nimmt in der Woche um die 26 bis 30 Reifen in der Woche. Und wenn du jetzt an einen einzigen Kunden 120 Reifen im Monat verkaufst, dann kannst du nicht mit 40, 50 Reifen kommen. Okay. Und wir haben ja, das hört sich viel, ist aber nicht viel. Nein, ist nicht viel, weil du hast ja verschiedene Größen. Nimmt halt viel Platz, weil die Dinger sind halt fett. Wir liefern noch am selben Tag. Also überleg mal, du kannst bei mir jede Felge bestellen. Spielt keine Rolle, welche Felge. Offroad nicht. Und du Quatsch. Weil alles da ist. Ich muss keine Reifen mehr bestellen. Ja, okay. Ja, ich muss keine Sensoren, ich muss kein Zubehör bestellen. Das heißt, am selben Tag, innerhalb von einer Stunde, steht die Palette völlig verpackt draußen. Und das ist das, was die Autohäuser auch immer das wollen. Das ist Amazon Prime. Ja. Muss man den Beitrag bei dir bezahlen? 5,90 Euro im Monat. Du, ja. Mal schon zeigen. Fährst einfach ins Hauptlager, da kann er... Ja, wenn wir schon mal hier sind, würden wir uns das gerne ansehen. Also, mega, ganz steht. Sind weit? Sogar 10 Minuten. 10 Minuten, ah, okay. Sollen wir? Machen wir. Er winkt ja. Tschüssikowski. Melde dich wieder. Ich mach das. So, wir fahren jetzt in das Hauptlager oder Zentrallager. Ich bin da so ein bisschen auch geschockt, ehrlich gesagt. Weil der Toni mal so erzählt hat, ja, ich habe die meisten Felgen auf Lager in Deutschland und übel. Ich bin echt gespannt. Also 40.000 ist schon eine Hausnummer. Wir befinden uns hier im Lagerzentrum von La Shanti Performance. Hier befinden sich aktuell ca. 35.000 Felgen, müssen es aktuell sein. Und also plus da. Plus das, was unten ist. Also, richtig, okay. Genau. Und ja, Offroad, Passenger, Schmiedefelgen, einteilig, mehrteilig, ist alles dabei. Krank. Und das halt dann reihenweise. Und du siehst ja, wie hoch das Ganze hier geht. Also ist schon einiges dabei. Ich bin so ein bisschen geflasht. Ja, wir müssen den Kunden irgendwas bieten. Das ist ja auch das immer, was wir sagen. Wir haben das Zeug da. Wir haben die Felgen da. Ja. Und ich denke, das lässt sich hiermit auch beweisen, dass wir die Felgen da haben. Leute. Ja, wir kriegen immer Anrufe, ja, wie schnell könnt ihr liefern? Am selben Tag? Morgen. Morgen, heute. Morgen sind die da. Nein, es müssen so 8 Meilen sein. Krass. Ja, also wir haben ja hier, wie man sieht, auf der Seite, dann wieder auf der Seite und das Ganze immer doppelt. Ja. Eine Menge, ja. Sehr viel. Bin gespannt, was noch in der Zukunft kommt. Das war auch während der Corona-Zeit, war das auch immer, weil keiner konnte liefern. Ja. Und wir haben uns mit Ware vollgepumpt.
und waren dann der Hersteller, der liefern konnte im Endeffekt. Ja. Krass. Weil wir uns auch schon vor der Corona-Zeit praktisch darauf vorbereitet hatten. Die Lager vollgemacht. Ja. Genau. Gut, keiner wusste ja, dass Corona kommt, aber die Vorbereitung hat auf jeden Fall bei uns sehr stark stattgefunden. Und das, wir reinvestieren immer wieder. Ja. Einen kleinen Puffer zu haben ist schön. Ja, sollte man haben. Ja, weil die Chinesen haben ja zugemacht, ne? Richtig. Oder die Asiaten, sag ich mal, allgemein. Ja. Die Containerpreise sind explodiert. Die sind explodiert, sind die Höhe gegangen. Mhm. Genau. Ja, das hat halt dann jeder zu spüren bekommen. Und das war halt das, wir hatten das schon vor dem Ganzen. Er war auch Glückssache im Endeffekt. Klar. Hat sich das mal beruhigt mit dem Container? Ich meine, 18.000 für einen Container. Das war schon. 18.000 was? Also eine Zeit lang. Das war krank. War das auch für viele Hersteller gar nicht mehr möglich. Mhm. Ja, die mussten dann auch die Preise hochschrauben. Jetzt hat man auch gesehen, viele haben die Preise angehoben. Das hat sich nicht mehr gerechnet im Endeffekt. Ja. Sehr schön. Okay. Wir machen jetzt in dem Sinne hier Schluss. Vielen Dank für die Führung. Oder wie sehr gerne, danke, dass ihr da wart. Wir sind gespannt, was noch vom La Shanti in Zukunft kommt. Wir kommen wieder mit der X-Klasse, ne? Mit der X-Klasse. Wir kommen wieder mit der X-Klasse, genau. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke, ciao.